Und damit sind wir zurück bei Lumberjacks Dynasty hier beim Metalizer. Ich habe eine sehr, sehr, sehr lange Zeit damit verbracht, die Hofgebäude zu reparieren und auch das Sägewerk zu reparieren. Das erspare ich euch jetzt an der Stelle ein wenig, sondern wir schauen uns dann einfach mal das finale Ergebnis an. Und dann bin ich noch ein bisschen weitergegangen und habe ein paar Quests absolviert. Neben der reinen Forstwirtschaft können wir natürlich auch ein paar Pflanzen züchten. In dem Fall haben wir hier Zucchinis und Tomaten, außerdem noch Kürbisse. Die können wir im Gewächshaus anpflanzen, sobald wir dieses repariert haben. Dann streuen wir ein bisschen Wasser rein, also lassen ein bisschen Wasser vom Himmel regnen. Und dann wachsen die mit der Zeit und daraus können wir uns dann coole Sachen kochen. Oder aber natürlich auch das angepflanzte Saatgut bei Händlern verkaufen. Ja, nachdem wir die Reparaturen am Haus abgeschlossen haben, also an dem Haus von unserem Onkel, wohlgemerkt, passiert natürlich genau das, was passieren musste. Unser Onkel kommt auf die glorreiche Idee und sagt, hey, wenn du bei dem Haus schon so gut warst, dann reparier doch gleich als nächstes das Sägewerk. Also, Metalizer los, Metalizer repariert Sägewerk. Ja, und so habe ich losgelegt und das Sägewerk repariert, was ziemlich lange gedauert hat, um ehrlich zu sein. Es waren doch ein paar mehr Gebäude, aber der Aufwand hat sich am Ende definitiv gelohnt und das Sägewerk war dann wieder einsatzbereit. Wo ich bei mich auch gefragt habe, so Alter, ey, was haben die, also was haben der Onkel und die Tante über die Jahre hinweg bitte gemacht, dass das alles so heruntergekommen ist und wie konnten die überhaupt noch irgendwie überleben? Aber manchmal muss man einfach auch aufhören, doofe Fragen zu stellen und Leute aufsuchen, die sich so ein bisschen merkwürdig und creepy verhalten, wie zum Beispiel er hier. Stellt sich raus, er ist Angler und angelt eigentlich nur, aber unsere Tante dachte, das wäre so ein Spinner aus dem Wald oder so. Ich bin dann hingefahren, habe gesehen, der hat keinen Aluhut auf, von daher war das alles noch halbwegs in Ordnung. Und er hat uns halt erklärt, ja, dass er unsere Tante sehr gut kennt und eigentlich auch nichts Böses möchte. Und ja, seine Frau soll nicht erfahren, dass er beim Angeln ist. Mhm, okay. Ja, und der gute Mann bringt uns jetzt alles über schöne Angelrouten bei. Angelrouten. Oh, und ja, ganz wichtig ist natürlich auch noch, wir sollen jetzt seine Frau belügen. Er ist übrigens auch Bürgermeisterkandidat und wir sollen seiner Frau erzählen, dass er gar nicht beim Angeln war, sondern ganz woanders. Ob wir das machen? Schauen wir einfach mal. Ja, und etwas Skurriles passiert im Übrigen auch, wenn man nämlich zu dicht mit dem Auto an ein Trigger-Event ranfährt. Und zwar stehen wir dann buchstäblich direkt in der jeweiligen Person drin, also das ist schon Körperkontakt auf höchstem, dichtesten Niveau, was unter Umständen manchmal auch sehr witzig sein kann. Hier sprechen wir gerade mit unserem Onkel und der erzählt uns halt, dass wir den Hof und das Sägeweg übernehmen können und dass es auch unser Eigentum ist und so weiter und so fort. Und ja, dass wir dann damit ein bisschen weiterarbeiten können. Bevor es allerdings mit der Story weitergeht, wollte ich mir mal anschauen, wie das eigentlich funktioniert mit dem ganzen Sägewerk. Und es gibt ja bestimmte Abladestellen bzw. Triggerpunkte auf der Karte, wo wir die Baumstämme ins Wasser werfen können. Und wenn wir das getan haben, dann fließen diese direkt zum Sägewerk und werden dann vom Sägewerk automatisch aufgeladen bzw. verladen und verarbeitet. Das zeige ich euch jetzt. Ja, die Baumstämme kommen jetzt hier auf unsere kleine Rampe rauf und werden gleich automatisch hochgezogen. Zack. Und dort rollen sie jetzt hoch und machen sich auf den Weg zu unserer Säge. Und an dieser Stelle werden die Baumstämme entrindet. Interessanterweise waren die halt bei mir schon entrindet. Ich hatte welche aus dem Lager rausgenommen, deswegen war die Animation hier gleich. Und wir könnten hier noch einstellen, ob die direkt zum Verkauf abgeworfen werden oder aber, ob wir sie in Bretter zerteilen wollen. Und da gibt es hier so einen kleinen roten Kasten vorne an der Seite, wo ich gerade gestanden bin. Da können wir das umschalten. Hier werden die jetzt hier werden jetzt die Bretter geschnitten.
Und wenn die fertig geschnitten sind, werden sie davor noch mal in handliche, einheitliche Längen gedrückt. Ja, und das war schon der ganze Prozess, der im Sägewerk stattfindet. Was mir aufgefallen ist bei der Version, ich hatte irgendwie im Sägewerk keine Sounds gehabt. Ich bin mir aber nicht sicher, woran das lag. Vielleicht wird das nochmal nachgereicht, man muss immer auch dran denken, es ist halt noch ein Early Access und da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was dran gearbeitet. Dort gibt es auch ein Lager für Bretter. Die Bretter kommen übrigens nicht getrocknet raus, das heißt, sie kommen nass raus. Und es gibt auf der linken Seite, also neben dem Sägewerk hier, beziehungsweise neben der Station hier, gibt es auch noch einen Ofen, um die Bretter zu trocknen. Dafür brauchen wir aber einen Gabelstapler. Und ich habe ziemlich lange gebraucht, um rauszufinden, was wir dann für einen Gabelstapler brauchen. Das war ein ziemliches Hin und Her. Genau. Aber es hat soweit alles geklappt. Und ja, die Bretter wurden hergestellt. Und ich war ziemlich, ziemlich happy, um ehrlich zu sein, als ich dann die ersten Bretter gemacht habe. Ja, und ich habe mir halt gedacht, wenn das schon so gut klappt hier mit den ganzen Bäumen und den Fällen und so, dann fäll ich doch einfach nochmal einen anderen Baum. Was ich allerdings nicht wusste, war, dass dieser Baum hier direkt neben dem Sägewerk nicht mir gehört. Und zack, schon habe ich direkt eine Strafe bekommen. 1200 Euro. Und habe auch noch gleichzeitig, hat sich mein sozialer Status ein bisschen verschlechtert. Und das war halt nicht so cool, um ehrlich zu sein. Also ich war dann fast pleite. Ich habe danach, gut, wenn der Baum jetzt eh schon gefällt ist, dann räume ich den nochmal eben ab. War auch ein ziemlich großer Baum, um ehrlich zu sein. Und ja, aber wir kriegen das Geld auf jeden Fall, also wir kriegen das Geld nicht rein, wenn wir irgendwie einen Baum fällen, der nicht uns gehört. Deswegen, man kann Felder, beziehungsweise man kann so Bereiche kaufen, man kann so ein Waldstück kaufen und dann können wir da die Bäume abholzen, wie wir lustig sind. Aber wie gesagt, mir war es nicht bewusst und ich habe auch keine Warnmeldung oder irgendwas bekommen, dass dieser Baum nicht mir gehört. Wäre natürlich cool gewesen, wenn ich da so am Sägen bin oder kurz bevor ich dann mit der Säge da rangehe, dass da steht, hey, dieser Baum steht auf einem Stück Land, das nicht dir gehört, du darfst ihn halt nicht fällen oder sowas in die Richtung. Das wäre cool gewesen, war hier leider nicht der Fall und ich war ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein. Eine weitere Mission führte mich dann zu einer Skisprungschanze. Und ja, so Social Distancing und so. Hat nicht so gut geklappt, ist wohl ein kleiner Bug. Und er sagt hier, hey, komm doch mal ein bisschen näher. Und ich hab gedacht, Alter, wie dicht soll ich denn noch hier rankommen? Also wie gesagt, wenn man mit dem Auto ganz dicht an Personen ranfährt und dann aussteigt, dann steht man ziemlich dicht dran. Und der gute Herr hier hat seinen Laden gekauft in der Hoffnung, dass die Skisprungschanze irgendwann so richtig Fahrt aufnimmt und die ganzen Leute herkommen, also Touristen und ihnen dann quasi die Bude einrennen. Hat aber nicht so geklappt. Naja. Und ja, genau, das war der zweite Part des Vorstellungsvideos zu Lumberjacks Dynasty. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr Fragen habt oder Anregungen habt oder sonst irgendwas, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen.